Gut. Und ja, das ganze Zeug will ich eigentlich verkaufen dann. Okay, Ja. jetzt gucken wir mal. Schleifstein, Schleifstein. Erstmal den besonderen Schleifstein vielleicht. Verkaufszeuge, Schleifstein da unten rein. Brandsalbe und Ausdauerpastillen. Die kommen alle übrigens auf die erste Seite. Und der Einbeersaft, der sollte ganz vorne hin. So. So. Stahl, Stahl, Stahl. Schrott. Das nach da hinten. Die Bits können rüber. Kohle. Den Alk können wir auch auf die zweite Seite wieder verschieben, genau wie den Sandstein. Alk kommt hier runter. Kannst dir ruhig mal einen einflößen, habe ich nichts dagegen. So. Etwas Ordnung hier reinbringen, Zeug zum Verkaufen nach hier unten. Ah, gut. So. Sind wir schon mal wieder sortiert und alles? Mich wundert es, dass du gar keine Behinderung hast. Ach so, weil wir die Rüstungsgewöhnung ja so hochgepackt haben. Das verringert ja die Behinderung, gell? Ups, das war Schildkampf. Ermöglicht ein, zwei Angriffe zu parieren. Das da wollte ich. Behinderung minus 3. Hier, genau. Könntest du theoretisch auch irgendwann die schwere Rüstung wieder anziehen, die du jetzt leider nicht mehr dabei hast. Okay, ich mache mal jetzt vorsichtshalber einen Quicksave. Und dann geht es weiter. Durch die Tür kommen wir nicht. Das war dann wohl die falsche. Ach, die da hinten. Kerkertüre. Junge, da geht's ganz schön tief runter. Den Truppen in der Schlucht haben wir es ganz schön gegeben. Ja, Vorfeld. Okay. Diese Tür scheint zu nichts weiter als zu diesem Turm dort zu führen. Wir sollten einen Blick hineinwerfen. Ja, Arno. Und wenn diese Diebin da drin ist, dann setzt's was. Obacht, Harpien! Ja, soll sie nur kommen. Den rupfe ich jede Feder einzeln aus. Wo sind Ach, da sind Harpien. Ach kommt, ihr könnt doch gar nichts. Na? Ja! Ja? Bei meiner Treu! Ei? So. War ihr! Vor allem, weil wir jetzt wieder unsere gute Rüstung anhaben. Ich hätte nichts sagen sollen, jeder hat schon eine Wunde. Okay, aber die erste ist schon mal ausgeschaltet. Du einmal sicherheitshalber Vorgrim. Ja. So, du Wuchtschlag. Ah, du. Was? Ist hier, du das. Und du auf die vor dir einen Pfeil habe. So, jetzt sind es nicht mehr viele. Oh, was? Du am besten selber auf dich eine Heilung. Ja. Sind ja nur noch zwei. Okay, Wurfschlag. Eine noch übrig, da müssen wir unsere Wunden verarzten. So, ich hoffe, es kommen nicht nochmal welche. So, Wunde verarztet. Die Wunden sind irgendwie bei den Harpien schlimmer als ihr Schaden. Aber zum Glück habe ich ja genug Verbände. So. Harpienfeder brauchen wir nicht unbedingt. Turmtüre. Verschwindet, Dajin. Ihr werdet mich nie besitzen. Wir sind leider nicht Dajin. Wer seid ihr denn?
Oh, euer Hochwohlgeboren. Sie kennt Arthur. Ich kenne euch doch. Ihr seid eine Magd in meinem Haushalt. Die neue Magd, die... Ihr seid also Mora. Ihr habt mir die Krone gestohlen. Jetzt ist Schluss mit lustig. Du hinterlistiges Stück. Zeig wenigstens Reue. Ja, Falkin kann immer noch keine Frau haben. Entschuldigt, werter Herr Graf. Es war alles ganz dumm von mir. Ein Spiel, das außer Kontrolle geraten ist. Dass ihr dennoch zu meiner Rettung eilt, zeigt, was für ein Ehrenmann ihr seid. Eigentlich wollten wir die Krone. Und ihr müsst sein treuer wie tapferer Leibwächter Vorgrim sein. Hättet ihr euren Herrn nicht unbeschadet hierher gebracht, wäre ich verloren gewesen. Oh Gott, kann die schmeicheln und ablenken. Also, ich nehme die Entschuldigung an, Fräulein. Ausnahmsweise. Na gut. Was geschehen ist, ist geschehen. Ich denke, Vicuano, solltet auch ihr die Möglichkeit erhalten, den entstandenen Schaden wieder gut zu machen, Mora. Hab Dank. Aber wer ist... Moment, ihr meint doch nicht etwa den Cuano? Meinen Cuano? Ihren? Ihr glaubt nicht, wie viel Kopfschmerzen eure Wetti bereitet hat. Und uns... So viele, dass er noch immer die Krone an sich bringen will, während ich in der Gefangenschaft des Barons bin. Er hat Arthur erst auf deine Spur gebracht, sonst hätten wir dich hier nie gefunden. Ach so, mein Name ist Bueno, ja. Und ich heiße Fyris. Mir wird nun einiges klarer, wo ich euch sehe. Aber es sind noch viele Fragen offen. Dann will ich euch nun gerne alle Fragen beantworten über das, was mir widerfahren ist. Ja, bitte. Wieso hast du die Krone für den Baron gestohlen? Der Mann, der mich anwarb, wollte euch, Pfalzgraf, um eine stolze Summe Geldes erpressen. Es winkte eine beträchtliche Belohnung und natürlich der Ruhm der Tat selbst. Aber das stimmte von dir. Ihr habt sicher noch mehr Fragen. Wie wurdest du von der Komplize zur Gefangenen? Der Piratenüberfall war geplant und auch die Überbringung nach Schloss Nadoret. Danach hat mich Dudgeon hier versteckt, denn Kaltenstein forderte unmissverständlich meinen Tod. Okay. Ihr habt sicher noch mehr Fragen. Fragen können wir später noch beantworten. Wichtigste Frage ist wohl, ob ihr wisst, wo sich die Krone jetzt befindet. Ich habe gesehen, dass sie in der Schatzkammer aufbewahrt wird. Das war, als der Baron mich einmal des Nachts dorthin führte, um mir seine Schmuckstücke zu zeigen. Zeigt uns, wie wir dorthin gelangen können. Ich muss die Krone wiedererlangen, bevor es zu spät ist. Der versteckte Zugang zur Schatzkammer befindet sich unten im Kerker. Bitte nach euch. Okay. Ja, da wäre Mora in der Gruppe, aber können sie wahrscheinlich nicht mal anwählen oder ähnliches. Das heißt... Oh, ihre Quest wurde abgeschlossen. Nach langer Suche und unzähligen Widerständen haben wir sie endlich gefunden. Die Schlüsselfigur zu den Ereignissen um die Raulskrone. Mora. Eine bemerkenswerte Person, wenn auch mit einem ganz eigenen fächsischen Charme. Der im Gegensatz zu ihrem reihergefälligen Aussehen mit Sicherheit nicht jedermanns Sache ist. Zu meiner Überraschung kannten Ardo und sie sich besser, als sie es die ganze Zeit über den Anschein hatte. Ja. Gut, weg hier. Ja, ja. Das Problem ist, wir haben immer noch Kaltenstein vor uns und der Kampf macht mir dann doch schon etwas mehr Sorgen. Geode gegen Erzmagier. Mal sehen, wer den mächtigeren Kugelblitz feuert. Halt! So leicht kommt ihr nicht davon. Wer immer ihr auch sein mögt, eure Pläne sind enthüllt. Hoffentlich können wir ihm zureden. Er scheint ein ehrlicher Kerl zu sein. Doch, ihr sollt uns nicht umsonst getäuscht haben. Nun soll es ein Kampf auf Leben und Tod sein. Verteidigt euch. Okay, wir können trotzdem nicht. Oh. Sie ist Bogenmeisterin, aber führt eine fette Armbrust. Ist das dein Ernst? Kugelblitz. Ja. Fyris, ja? Wo bist du? Du kümmerst dich um die Bogenschützin. Achtung! Verwunde sie mal. Ardo, du tust den da in den Nahkampf binden und Vorgrim, renn einfach rein.
Okay, der Ritter hält schon mal ganz schön viel aus. Mora liegt gleich, fällt gleich um. Die hat nur 25 Lebenspunkte. Das kann aber uns gerade egal sein. Du wirfst doch mal hier. Du machst einfach weiter mit deinen Wuchtschlägen und du atmest jetzt auch mal einen Wuchtschlag hinterher. Okay, die sind doch schon mal doch ein bisschen härter. Ja. Ein Befreiungsschlag, der bringt uns nichts. Versuch's mal mit dem Hammerschlag, der ist glaube ich etwas effektiver als ein Wuchtschlag. Sagte er und Vorgrim schlägt gnadenlos daneben. Okay, der Ritter, der Oberritter ist schon mal weg. Au, ein gezielter Stich. Na? Angriff! Vielleicht bringt Niederwerfen etwas mehr. Okay. Wir haben doch immer die da hinten. Die sollten auch langsam mal weg. So. Mora kümmert sich schon mal um einen von denen. Okay, ich habe einen fast gerade gewonnen-hittet. Okay, noch ein Nahkämpfer übrig. Ich muss sagen, Ardor hat eine schöne Ausdauerregeneration. Und eigentlich ist sein Klingensturm gar keine so schlechte Fähigkeit. Vor allem, da er jetzt ziemlich gut treffen kann damit. Feieris, du solltest mal auf die da hinten, den da hinten schießen. Ah, das mache ich ja auch schon. So, und noch ein Schuss. Nein, er fällt vorher um. Auch gut. Tja, sorry Jungs, Kampf auf Leben und Tod. Verzierte Panzerstiefel. Ach, nichts für ungut. Was? Ja. Deine Kettenbeilinge, ja. Ardors Reisehose gegen die Panzerbeinlinge. Was? Macht keine Rüstungsbehinderung. Braucht aber beide Slots. Linkes Bein, rechtes Bein. Nee. Was? Die kriegst du. Ja. Macht die Behinderung etwas runter, im Gegensatz zu diesen zwergischen Panzerstiefeln hier. Obwohl Behinderung 03. Und die machen Behinderung 05. Nein, die sind doch besser. Und das würde nur einen Punkt mehr bringen und sieht bei Ardo etwas komisch aus. Nö, die bleiben einfach beim Inventar. Sorry, aber mehr brauchen wir von euch nicht. So, Salbenfett und so weiter. Dukaten. Was hatte die Bogenmeisterin dabei? Bolzen, Dukaten und Giftbeutel. Ah, Salbenfett, für was die alle Seife mit sich rumschleppen. Ach so. Wieder auf die andere Seite. Kommst du, Mora? Ja, sie kommt. Gut. Also wieder hier lang. Jetzt haben wir die halbe Schluchtarmee wahrscheinlich schon ausgelöscht. Na, wahrscheinlich nicht. Aber wir haben einen Teil ihrer Anführer ausgelöscht. Nee, oder? Hi, Wauwaus.